So, die nächste Folge, Battle Chasers, Night War für die Switch. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind aus dem Tempel, aus dem Dungeon rausgekommen. So. Und jetzt sind wir auf dem Weg, diese Belagerungsmaschine von der Seite platt zu machen. Los geht's. Betreten. Wahrscheinlich kein leichtes Unterfangen. Wir müssen bestimmt ein bisschen Power haben, aber das macht uns gar nichts. Denn eigentlich müssten wir genug Power haben, um die Platz machen. Allerdings haben wir uns natürlich nicht ausgeruht. Ich weiß nicht mehr, wie viel Mana ich habe. Aber wird schon gehen. Ach guck mal, wir sind voll. Belagerungsküstenkanone, Erkundungsbereich. Mache starke Hitzewelle. Oh, gehen wir mit der Frau. Da können wir ein bisschen zuhauen. Heda! Ihr dürft gar nicht hier sein. Schluck auf. Das ist die Gelegenheit. Schluck auf. Nimm kein Ende. Okay. Ich kann nicht schluck auf. Okay. Das sieht ja nicht so stark aus. Nichts ins Gesicht. Nichts ins Gesicht. Da, wie gefällt dir das? Hälfte schon weggeballert. Ihr kämpft nicht anständig. Ich verschwinde von hier. Ne? Echt ein Feigling. Aber ich glaube, das war nicht alles. So leicht kann man noch nicht die Kanone außer Gefecht setzen. Das glaube ich nicht. Das war enttäuschend. Ein Feigling. Aber es war schlau von ihm zu fliehen. Sein Verhalten entspricht dem vieler Banditen. Wie auch immer, die Straße nach Ramsdorf ist jetzt frei. Wir können umkehren und uns ausruhen oder gleich weiter nach Ramsdorf. So. Erstmal holen wir in die Kiste rein, ne? Ein Schal des Küstenpaares, eine Kette der Riesenstärke. Irgendwo noch mehr? Ah, ein Zettel. Ihr seht einen Steckbrief der roten Monika. Der Steckbrief warnt dem Leser, sie sei tödlich, heimtückisch und bezaubernd. Ganz unten hat jemand vielleicht einen Verehrer von ihr, eine extrem schmeichelhafte Karikatur von ihr gezeichnet. Okay. Bevor wir die Kanone Angriff nehmen, gucken wir mal kurz, was wir erwischt haben hier. Angriffsstärke. Können wir gut mal erhöhen, und zwar bei ihm hier. Und für mich. Perfekt. So, was haben wir noch so? Oh, das enttäuscht ein bisschen viel, ne? Perfekt. Nachdem die Kanonier die Maschine nicht mehr benannt ist, ist die Kanone keine Gefahr mehr. Die Gruppe kann das problemlos weiter in die Binsen landen. Dieser Kanonentyp ist mir sehr vertraut. Gebt mir etwas Zeit, um ein paar Teile auszuschlachten. Gut, aber beeil dich, wir sind schon viel zu lange hier. Ungeduld einer Unpässlichkeit, die Menschen ertragen müssen. Na, sehr gut. Hat aber schon was rausgeholt. Gut. Das war's. Kanone ist weg und wir können weiter. Jips. Mit stärkeren Angelruten können wertvollere Fische eingeholt werden. Und stärkere Köder locken wertvollere Fische an. Gut zu wissen. Naja, ist uns vielleicht nicht ganz so wertvoll für uns, denn richtig angeln haben wir jetzt noch nicht so richtig. Also wir haben noch nicht so richtig losgeangelt. Das müssten wir vielleicht auch nochmal machen, denn ich denke, man kann bestimmt auch die eine oder andere Zutat bekommen, die man nachher auch für eine Rüstung oder irgendetwas braucht. Ja. Oh, weiter geht's. Und noch ein paar Banditen. Ja, die Rechnung. Was denn? Oh, ein Banditenspeer. Okay, ich dachte, er war so klein. Versuch mal. Erstes kriegst du von mir einen in die Fresse. Okay, hat nicht mehr Power. Wir leben. Und du kriegst von mir den. Einen dicken in die Magengrube. So, jetzt darf er angreifen. Ey, doch, wenn ich. Ich bin dran. Hat mich ein bisschen an Darth Maul erinnert. Nicht Darth Vader, Darth Maul. Kennt ihr den noch von Star Wars? Der Maske sieht da so ein bisschen so aus. Hat ihn aber nicht viel genutzt. So, oh, da ist eine Blume, die soll da rein. Yes! Und hier, oh, guck mal, ein ganzes Einsammelgebiet hier.
Wasser von dem Schrein trinken? Ja, gerne. Du erzeugst passiv Reservekraft in der Schlacht. Okay. Komischer Laden für eine Taverne. Das hier als Taverne zu übersehen ist kulant. Der Laden sieht aus wie eine Kellerkneipe. Trotzdem, Kellerkneipen gibt es eigentlich immer Informationen. Das könnte ein Versuch wert sein. Bleib einfach hinter Bretto und mir. Kein Problem. Oh. Dann müssen wir da reingehen. Spelunke. Ah, ich hab's nicht gelesen. Was stand da? Spelunke zur. Oh. Wenn du eine Kreaturenart oft genug getötet hast, kannst du auch ihre Lebenskraft und die Fähigkeit sehen, diese in der Schlacht einzusetzen weiß. Ah, das wissen wir schon. Ja. Ups, jetzt steht da schon wieder mein Instagram-Account. Gar nicht so verkehrt, mal raufzugehen. Aber leider bin ich nicht super gut da drin, ihn zu pflegen. So, der Erkundungsbereich. Gucken wir uns den Erkundungsbereich mal an. Dum, 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 dum. Wer ist da? Ist jemand da? Hm? Nolan? Warum habe ich das nicht einfach schon früher getan? Meine Nolan, ich kann nicht glauben, dass du wohl auf bist. Aber du wurdest in ein Fass gestopft. Wollen wir mehr wissen? Nein, wollt ihr nicht. Und welch ein Zufall. Ich sprenge das Fass und ihr geht gerade daran vorbei. Wirklich praktisch, wie das manchmal läuft. Wie ist es dir ergangen? Wir haben keine Zeit für Geschichten. Die müssen noch warten. Jetzt haben wir es mit Banditen zu tun, die Waren für eine zwielichtige Dame transportieren. Wissen wir. Sie haben ein Artefakt. Vielleicht auch mehr als eins. Und du hattest recht. Auf dieser Insel gibt es Mana. Natürlich hatte ich recht. Dann sind wir jetzt wohl offiziell beteiligt. Ich bin froh, dass du wohl auf bist. Kein Grund, rührselig zu werden, du Rostkübel. Wir haben zu tun. Die Banditen wollten einfach nicht aufhören, über Rammstoff und eine anstehende wichtige Lieferung zu quatschen. Die Artefaktklinge. Wahrscheinlich. Ihr habt auf der Insel ja schon ziemlich viel Wind gemacht, also wissen sie von euch. Ihre Bossdame scheint deswegen ziemlich sauer zu sein. Endlich eine gute Nachricht. Das ist die richtige Einstellung. Wie wär's mit einem anständigen Schluck, bevor wir weiterkämpfen? Nein, danke. Ah, ihr habt dem Alk abgestanden, also nach Amstorf. Mein Rücken bringt mich um. So. Bleiben und erforschen auch das ist. Geht mir eine Minute, ich muss erstmal verschnaufen. Geht schon mal vor. Okay, wir gucken uns alles mal an hier. Können wir noch ein bisschen was einsacken. Oder? Oh, da. Was ist das? Was ist die Spelunke hier? Der mürrische Mann betrachtet euch von oben bis unten, als ihr euch nähert. Und wer seid ihr? Ihr seht gewiss nicht wie die Sorte aus, die sich hier normalerweise rumtreibt. Du siehst bekümmert aus. Bekümmert, das ist nett ausgerollt. Manchen Leuten gefällt unsere Lebensart nicht, aber wir haben wenigstens Regeln. Aber da ist es insbesondere ein Mann, der mich kümmert. Eines Tages kriegt er das, was ihm zusteht. Erzähl mir mehr. Er heißt Everson der Rote. Er hat eine Ader in sich, eine ganz fiese Ader. Der übelste Kerl, dem ich je begegnet bin. Ich höre, dass er sich diese Tage in der Rammstoff versteckt. Wenn eines Tages verschwände, würde es eine Menge Leute ziemlich glücklich machen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Okay, wir halten am Ausschau. Cool. Zwei Gäste sind in eine hitzige Debatte vertieft. Einer von ihnen hat unter dem Tisch verstohlen die Pistole auf seine Pistole gelegt. Was haben wir denn für ein Problem? Der rechte Gast sagt, diese Witzfigur glaubt alles, was der Kapitän sagt. Der linke Gast erwidert auch, wenn sie lügen, wollen sie nur unser Bestes. Komm, wir geben dir einen aus. Der rechte Gast, was zu trinken? Oh, ich bin sicher, das würde ihm gefallen. Einmal geblinzelt und schon hat er meinen Becher vergiftet. Der linke Gast erwidert, ich habe gerade dasselbe von dir gedacht. Das ist etwas, das eine Schlange wie du tun würde. Langsam zurückweichen. Wollen wir hier mal nicht rein? Wollen wir hier mal hingehen? Aber das Gleiche gehört nicht hierher. Der Wirt scheint kein Interesse an eurer Kutsche zu haben. Was wollen wir denn haben? Nix. Verzieht euch. Okay. Aber hier hinten können wir auch nochmal längs gehen. Dum, dum, dum. Du fehlst mir, Rote.
Hier, warte. Heda, lass die Waffen stecken, dann gibt's keinen Ärger. Ich bin kein großer Kämpfer, ich bin mehr ein Spieler. In den Glücksspielen ist eine schnellere und weniger blutige Methode, Gold zu verdienen. Hören wir uns das weiter an? Das tun wir. Was sagt ihr? Wollt ihr euer Glück versuchen? Nichts ausgefallen, ist nur ein einfacher Münzwurf. Die Chancen stehen 50-50. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Komm, wir machen ein Spiel um 50 Gold. Fertig, sagt Kopf oder Zahl, wenn die Münze in der Luft ist. Zahl. Die Münze dreht sich und zeigt Zahl, ihr gewinnt. Tja, was seid ihr doch für Glückspilze? Hier ist euer Gold, anständig und ehrlich. Soll ich den mal angreifen? Den Glücksspieler angreifen? Wäre auch ganz witzig eigentlich, ne? So, ja, ich würde ihn gerne angreifen. Oder soll ich ihn nicht angreifen? Ah, ich bin... Ich muss schon überlegen. Komm, mach mal den Glücksspieler angreifen. Ihr wollt also einen Kampf? Ich kann nichts sagen, ich hätte nicht damit gerechnet. Schnappt sie euch. Oh. Ist ganz cool, einfach mal auf Leute anzugreifen. Okay. Schauen wir mal nach. Die beiden sind ja verstohlen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... irgendwas finden, womit wir die aus der Reserve locken können. Gucken wir mal kurz. Was haben wir hier? Fähigkeiten. So, Auto und Zerbrechen jetzt. Fügt allen Feinden 36 Magen Schaden zu. Das machen wir mal. So, und hier machen wir mal. Oh, hier ist noch Schutz. Also auch neu. Heldentum. Alle Verbündeten erhalten einen Schutzschild, der jeweils 90 Schaden absorbiert. Das finde ich ja ziemlich cool. Aber wir machen einen Streuschuss. Und du machst einmal ein Lauffeuer. So, kriegen alle was ab. Hoffe ich. So, die beiden sind wieder da. Oder eigentlich sogar tot. Das war's. Leichter Kampf, würde ich sagen. Ich sag mal, ich würde sagen, ja, ich will das ja auch sagen. Würde ich sagen. Ring des Betrügers. Ach, guck mal. Klar muss der Typ sowas haben. Erstmal haben wir ihn gespielt, ihn Gold abgeluchst und dann haben wir ihn gekillt und das Gold. Und das Gold einfach behalten. Okay, bringt das hier jetzt nicht so viel. Aber... Ihr seht einen feinen Herrn mit Zylinder. Er sieht eigentlich zu gediegen für aus, was bedeutet, dass er ihn vermutlich gestohlen hat. Er grüßt euch mit einem höflichen Lächeln, was ihr als Schuldbewusster interpretiert. Ein schöner Tag und am Leben zu sein, nicht? Er zwinkert euch zu. Ah, du bist ein komischer Kotz. Zwei ramponiert aussehende Panzer liegen unter die zwischen Haufen von Schrott und Ramsch. Vielleicht lassen sie sich irgendwie reparieren. Das ist ein Buch. Dieses Buch enthält Pläne für die Bedienung und Reparatur von Panzern. Ihr findet denjenigen Eintrag, welcher der Beschreibung der beiden Panzer im Raum entspricht. In dem zwei für ihre reparaturfreudigen Teile aufgelistet sind. OM Energiezelle, ein starker Antriebskern, der zuletzt... Ein starker Antriebskern, der zuletzt in einer Service-Botten-unglücklicher Zukunft eingebaut wurde. Ich mache euch eine geistige Notiz. Okay. Gut, haben wir Pläne für einen Panzer. Mal sehen, ob wir das alles nutzen können. Ich habe hier irgendwo noch eine Truhe gesehen. Die würde ich auch nochmal, ob wir die das Auge bekommen, damit wir die sammeln können. Da oben, ne? Erlaubt es zu klauen? Wir machen es aber. Eieiei. Da war doch einiges drin. Muss man mal an. Okay. Das ist auf jeden Fall für unseren guten Mann da nicht schlecht. Physische Abwehr, Magie hoch, Angriffsstärke auf 20. Den geben wir ihn. Können wir ihn noch nicht geben? Wieso nicht? Achso, ich kann immer nur 3 auf einmal mit haben wahrscheinlich, ne? Aber den Reif der Arglist. Diese Ringe wurden mehrere Dutzend Mal. Macht ja Sinn, ihn den zu geben. Machen wir mal so.
Wir müssen dann mal gucken, wie wir das nutzen können. Aber das war's auch. Hier, mehr gibt's hier eigentlich nicht. Ne, weiß ich nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, kommen wir hier noch irgendwo? So eine Kiste, die nehmen wir auch mit. Ein Fass. Da ist auch noch irgendwas da oben. Jemand hat etwas auf diese alte vergilbte Pergament geschrieben. Ich sitze hier und trinke mein Bier. Muss denken an Dinge, die waren teuer mir. Uhr und Waffe, Amulett, Schiff und Hund. Ein gutes Gespräch, ein Kuss auf den Mund. Meine Liebe war ein Schatz, mit dem ich war gesegnet. Einem lieberen Menschen bin ich nie begegnet. Ich wollte sie bringen in ein fernes Land, wo nichts ihr schaden könne. So war es geplant. Warum ich so traurig bin, wollt ihr von mir wissen? Ein Sturm hat sie und mein Schiff jetzt entrissen. Der untere Teil dort sieht aus, als sei er ein Nass von Tränen gewesen. Doch doch in der Sonne getrocknet. Okay. Wie geht's weiter? Ehrlich für ihn. Nicht für uns. Oh, wir nehmen das mal. Warte mal, wir kommen jetzt. Geht's noch viel weiter oder nur? Na, gehen wir hin. Wir das Fass ja schon mal mitnehmen. Gehen wir mal hier rein. Wo steht er? Ein Notiz hängt auflegend an der Wand. Dies ist die Werkstatt von Arthur J. Stefanelli. Stefanelli, so. Ja, der Arthur Stefanelli, der Technomat. Hier ist jeder willkommen. Es sei mir egal, zu welcher Fraktion oder was auch immer ihr gehört. Solange ihr gute Maschinen respektiert, steht es dir frei, alles hier zu genießen. Und macht bitte nichts kaputt. Machen wir nicht. Dieser Seherstein wurde zweckverändert und spielt jetzt einmalige Ergebnisse ab, die er bereits erlebt hat. Sein Kristall kann tief in euer Bewusstsein reichen und Erinnerungen hervorholen, die er dann noch einmal für euch aufspielt. Hm? Wie geht das denn? Ein Video ansehen. Der Luftschiff, das uralte Artefakt. Gucken wir mal. Ah, okay. Nur der... Das müssen wir nicht. Ist ja nur... Sind ja nur die Intros. Eine Energiezelle benutzen. Nachdem die Maschine läuft, fallen ein paar lose Blätter von ihr auf den Boden. Einmal Schatzkarte der Anglerin, einmal Refrain, Ballade von Hanftanz. Was? Ballade von was? Diese Karte beschreibt einen See an der Belagerungsküste als jemand bevorzugten Angelplatz. Die Anglerin machte viele Spaziergänge am Nordufer und könnte dort etwas Wertvolles versteckt haben. Okay. Dies ist ein Notenblatt für das Seemannslied Ballade von Hanftanz. Okay. Hier mal machen? Nee. Nun gut. Hier mehr gibt es hier auch nichts zu entdecken. Da oben gibt es zum Beispiel nichts mehr. Ach, guck mal hier. Da haben wir noch eine Kiste mit. So, kommt danach. Ja, so ein verlassenes Gebiet. Ja, super. Haben ein bisschen was gesehen von der Welt. Hätte natürlich mehr sein können, aber so ist auch okay. Wir haben ein paar coole Sachen gefunden. Müssen wir gleich mal gucken, wie das ist, wenn er sich uns anschließt oder auch nicht anschließt. Ja, mal sehen. Die Superkraftbalken teilen sich alle Helden. Die Superkräfte der Helden unterscheiden sich und je nach Situation eignen sich manche besser als andere. Wenn du Nacht und Gasthaus halt zwei Gruppe. So. In der Gruppe kannst du zwischen den Gruppenmitgliedern wechseln. Hab ich natürlich schon mit einer gekämpft, alle. Nicht schlecht. Drei Helden, okay. Nehmen wir dann mal raus. Ich würde ihn mal rausnehmen hier. Den Heiler behalten wir mal, wir nehmen ihn mal raus. Einfach mal zu testen.
Wie ist es mit den dreien? Na? Gehen wir mal in den Kampf rein und testen das mal. Ich muss gleich mal einen kleinen Kampf machen. Würde mich nur mal interessieren, was für ein Kampfstil er hat, was für Sachen man der so machen kann. Wird euch bestimmt auch interessieren. Boah, sieht aber jetzt wieder ganz schön wahr. Oh, guck mal, er schwebt. Okay, was hat er denn so? Fügt 58 Schaden zu und belegt es mit Arcana Krankheit, was 3 Runden lang seinen erlittenen magischen Schaden 10% steigert. Arcana Abwehr. Verwendet die nächste Runde den Lippenschaden. Okay. Eisschwein. Fügt 44 magischen Schaden zu und unterkühlt das Ziel, was für 3 Runden seine Eile um 10% vermindert. Ah, ist ja schon mal nicht schlecht. Was hat er hier? Halt bei allen. Das ist schon mal gut. Eine Heilung auch nochmal. Fügt allen Feinden 64 Schaden zu und entflammt sie, wodurch jeden über 3 Runden hinweg. Auch ganz geil. Wundheilung halt. Okay, also müssen wir wahrscheinlich eher den Calibretto rausnehmen. Denn der hier ist ja auch ein Heiler. Aber machen wir jetzt erstmal einen Feuersturm. Okay. Uiuiui. Und sehr entspannt. Und jede Runde kriegen wir nochmal Schaden. Was Geiles. Nice! Das war unnice. Aber nicht mal cool. Aber jetzt gibt's auf die Fresse. Ach cool. Okay, dann tauschen wir Calibretto einmal aus. Calibretto gleich einmal raus. Und dafür ihn rein. Das machen wir mal. Sollen wir in die Gruppe mal gucken? Wo kann ich denn die Gruppen einschlagen machen hier? Wo kann ich das denn machen? Was sagen hier, ne? Okay, ich weiß jetzt nicht, wo man das einstellen kann. Das ist nicht ärgerlich. Bin ich gerade auch nicht. Kann man es auch immer nur, wenn man in der Taverne ist oder im Dorf ist. Wird's ja Quatsch wäre, ne? Schließen. Vorteilspunkte noch, aber Superkraft. Wo? Ich weiß nicht, wo das ist. Hm. Okay. Weiß nicht, wo man das machen kann. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Ist auch nicht so schlimm. Wir gehen erstmal hier weiter. Und nehmen den Kampf noch mit. So.
So, jetzt noch kurz eine Abschirmung rein. Wollte ich mal testen. Jetzt. Den Feuersturm. Golfschuhen-Ding. Das ist ja ziemlich lässig, oder? Sehr gut. Zweite Runde. Okay. Oh oh. Energiezelle gefunden. Kann ich überall mal einsetzen. Wieder eine Schlacht? Ach, ich dachte das. Ich dachte jetzt nicht, dass es gleich eine Schlacht endet. Ich dachte eigentlich, ich wäre da irgendwo reingekommen. Aber anscheinend nicht. Außer eine kleine Küstenstadt, die auf Hölzern gebaut ist. Aber cool. Okay, der knallt rein. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Das ist doof. Heilt bei einer Runde, Leben bei einer vier Runden, mit der Runde. Okay, ja, hier muss man ein bisschen was Ordentliches machen. Bei dem. So. Öfter vielleicht. Oh nein! Scheiße. Da müssen wir ihn gleich mal irgendwie hinbekommen, wieder reinholen. Und leben dann Ding. Das klappt. Eieiei, das ist ein starker Gegner hier, würde ich sagen. Okay, das ist noch mal. Wie das aussieht. Cool ist er da. Okay, die haben reingeknallt. Ah, den Kampf kann ich gar nicht gewinnen. Okay, aber dann müssen wir auf jeden Fall, dass wir den Weg nicht gehen. Kommt das Ding auf her? Was, ein Luftschiff, was mich angegriffen hat in dieser Wolke? Ja, okay. Wir gehen beim nächsten Mal dahin wieder. Aber für heute ist leider Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.